Wir zeigen euch heute mal, wie wir unser Frühstück machen. Das ist unser Frühstück. Und schaut nur bitte hier, diese Guave ist aus unserem Garten. Wie geil ist das denn bitte? Richtig geil. So lecker einfach nur. Und ja, hier gibt es schön frische Mangos. Dann gibt es noch Papaya und Ananas. Und hier drin ist auch schon ein bisschen Banane. Wir haben immer so Massen an Obst geliefert bekommen und irgendwie ist immer alles leer. Wir müssen schon wieder neu liefern lassen. Gerade die Bananen, die halten sich nie lange, weil die können gar nicht, da können gar nicht so viele von sein, weil wenn wir zu viele haben, dann kommen die in Gefriertruhe und dann kann man Nice Cream drauf machen. Das ist Ice Cream. Das ist so lecker. Oh mein Gott. Auf jeden Fall wollte ich euch jetzt zeigen, ich mache jetzt einen Guavensaft. Habe ich letztens inspiriert worden durch eine Juice Bar. Das war richtig lecker, gell, Schatz? Oh ja. Deswegen, also ich habe mich verliebt in Guavensaft. Ja, und das machen wir jetzt hier. Schmeißen wir dann in unseren Vitamix, in unseren genialen Vitamix. Die auch einfach so essen, die schmeckt einfach geil. Ja, danke, Schatz. Ich hab jetzt nur hier die. Ja, okay, geil, dann isst du die jetzt. Nein, Spaß. Und ich mache jetzt aus denen hier einen Juice. In unseren Vitamix, den haben wir von unserer Family mitbringen lassen. Und es ist so ein geiles Ding, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das Ding ist echt scheiße teuer, aber es lohnt sich sowas von. Du kannst damit einfach Nice Cream machen, was wirklich einfach so lecker ist. So lecker. Und außerdem sind die Juices halt mega, mega gut püriert, also gut durchgehäckselt. Ja, du das hast hat 2 PS, glaube ich, das Ding. Ja, du kannst auch voll viel machen einfach. Nicht sowieso bei so einem kleinen Mixer, wo du 10-mal mixen musst. Da hast du so einen riesen Pot und dann schmeißt du einfach ganze Bananen rein, ganze Äpfel. Ja, machst mit dem Stößel einfach kurz rein. Apropos Stößel, unser Stößel ist kaputt gegangen. Und dann haben wir uns hier, wir sind hier in Indonesien. Guck mal, was man dann machen lässt. Ein Holzstößel. Wie geil ist das denn, oder? Benny hat nämlich den anderen Plastikstößel einmal gefestet, den er zu tief reingestopft hat. Hat sich gedacht, der Deckel stört, ich mach mal den Deckel weg. Reingehauen. Natürlich hat er so viel Power direkt den Stößel weggehauen. Ja, aber jetzt haben wir einen Holzstößel, was nur auch so cool ist irgendwie. Haben wir für 50.000, also 3 Euro, machen lassen. Richtig geil. In Gilly haben wir das gemacht lassen. Weil wir das gesehen haben bei Gilly Bliss, die hat auch nämlich diese Holzstößel einmal gefragt, ob die uns einen machen kann, hat die dann weitergegeben, den Auftrag, dann haben wir den gekriegt. Richtig geil. Ach ja, und hier unsere Fresh Coconuts. Also wir sind ganz schön healthy. So, ich mache jetzt den Saft. Different forms accumulate cathedrals of cotton as we lie beneath every breath that we've breathed, caught up in its pull. I cannot count the times I raise my eyes to search for something not within, and the landscape shift to the skies up and up, and I have fallen. Es geht
genießen wir heute einen wundervollen Tag in Ubud. Und ich muss heute ein Video schneiden. Und Benny und ich wollen heute Nachmittag, wollen wir mal ausprobieren, dass die Nanny wirklich nur auf den Liam alleine aufpasst. Das heißt, wir Zeit für uns. Und wir wollen zusammen eine Yogastunde machen. Im Yogabahn. Das erste Mal ganz alleine Liam alleine lassen. Das wird ganz aufregend für uns. Ganz neue Erfahrung. Aber wir freuen uns mega drauf und ich bin sehr optimistisch. Also mittlerweile klappt es richtig gut mit der Nanny. Wir haben die jetzt schon 5 Mal gehabt, gell? Ja. Ja, also ja, kommt jetzt eigentlich schon seit anderthalb Wochen, meint Benny gerade. Und fast jeden Tag und ist jetzt immer so 3 bis 4 Stunden da. Und es ist richtig, richtig angenehm, richtig schön. Es sind einfach so Kleinigkeiten und auch wenn sie mal nicht auf den Liam aufpassen, dann kann sie spülen oder gerade was schneiden und so und es ist richtig, richtig hilfreich. Die Pimantos kosten hier 1 Euro. 1 Euro die Stunde, also Wahnsinn. Sie kann zwar kein Englisch, aber dadurch lernen wir Bahasa und sie lernt ein bisschen Englisch. So, jetzt sind wir hier im wundervollen AA Juice. Müsst ihr unbedingt ausprobieren, wenn ihr in Ubud seid, weil es ist ein... Die benutzen auch nur Organic-Sachen, auch von dem Haarfarmer, wo wir immer hingehen. Ja. Und super leckeres Essen. Und nicht so teuer wie sonst der Rest in Ubud. Und es gibt ganz viele Juices hier. Und die Juices, die Preise sind echt akzeptabel. Also 40.000, warte mal, 15.000 ist 1 Euro. Das ist hier 2 Euro. Und Abyss, 2,50 Euro oder was. Kostet hier zum Beispiel ein Glas Juice. Und eine ganze Flasche kostet dann hier 40.000. Also lohnt sich auf jeden Fall super doll. Also nicht mal 3 Euro. Oh, Guacamole. Und hier dann so das Essen. Manchmal ein bisschen fettig, aber trotzdem super gut. Und das beste Coco Latte Eiscreme, vegane Eiscreme, die es hier überall in Ubud gibt. Müsst ihr auf jeden Fall Moringa Mint probieren. Das ist echt das Allerbeste. Und wenn es Kokossahne gibt, dann das noch dazu. So, hier ist der Ausblick von AA Juice. Ist ein bisschen außerhalb AA Juice. Es gibt immer kleine Tempelchen, egal wo, an jeder Ecke in Bali. Sehr lecker, aber ich muss sagen, bei mir schmeckt es mir noch ein Tacken besser, wenn wir unsere Bowls machen. Ich finde, da könnte noch ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwas könnten die auf jeden Fall noch anders machen. Naja, wie dem auch sei, es ist trotzdem super lecker und organisch und alles. Also kann man trotzdem nichts falsch machen. Und ich jammer eher auf einem hohen Niveau. Also wir beschäftigen uns ja praktisch den ganzen Tag damit und machen Essen. Und ich glaube, so langsam wird es Zeit, dass ich auch mal was mache in der Richtung. Und ich hatte jetzt auch schon überlegt und mir haben jetzt auch schon so viele Leute gesagt, dass ich gut kochen kann und ich finde auch eigentlich immer, also ich bin halt einfach so ein, wie soll ich denn das sagen, ich bin so ein Gourmet. Ich brauche es halt einfach richtig lecker. Und wenn es nicht lecker ist, dann akzeptiere ich das nicht, dann kann ich es nicht essen. Deswegen, ich beschäftige mich eigentlich schon mit Essen, Kochen und Ernährung, seitdem ich keine Ahnung wie alt bin. Also bestimmt seitdem ich 9 Jahre alt bin oder so, durch Indien auch viel. Und ja, ich glaube, es wird so langsam Zeit, dass ich irgendwas in der Richtung mache. Und ich denke, dass ich ein Kochbuch machen werde. Also mir wurde das jetzt schon öfter gesagt, ich soll ein Kochbuch machen. Und ich finde die Idee eigentlich voll cool. Und ich glaube, ich sammle jetzt einfach mal ein bisschen, so langsam. Was haltet ihr denn davon? Würde euch das interessieren? Mal so ein veganes Kochbuch? Einfach so meine Favorite-Rezepte, easy peasy, nix. Jetzt so voll super duper schwer, einfach so, ja, vegan für den Alltag. Okay. Thank you. Jetzt kommt das große Finale.
das Moringa Mint Ice Cream. Oh, das ist einfach so vorzüglich. Und Liam will es auch schon haben. Cocolato, das ist die vegane Eiscreme. Die schmeckt so lecker. Viele Sorten auch nicht so Hammer, aber ein Moringa Mint ist echt immer gut. Ja. Immer gut, ja. Und da ist noch nicht mal irgendwie industrieller Zucker drin, sondern nur, ich glaube, Kokoszucker oder sowas. Ja, alles nur gesunde Zutaten. Super, super toll. Müsst ihr auf jeden Fall aufprobieren, wenn ihr mal in U-Boot seid. Definitiv. Cocolato magst du. Cocolato, Moringa mit und Strawberry am besten. Ja. Ja. Kokosnussfriedhof von AA Juice. Richtig witzig. Wir sind gerade Internet aufladen. Bei uns hält das nie lange. Es ist echt wirklich nervig. Wenn wir es dreimal aufladen, ist schon 100 Euro. Also dreimal aufladen ist 100 Euro. Ja, so viel wie aktuell aufladen. Jetzt habe ich ja 50. Aber das heißt, wir haben jetzt irgendwie 100 Euro im Monat ausgegeben, bitte. Ey, ganz ehrlich, Benni, da lohnt sich sowas von Internet machen. Ja, aber nicht für einen Monat. Ah, scheiße, wir haben echt viel ausgegeben diesen Monat. Na gut. Dafür haben wir halt den Luxus, dass wir halt unabhängig sind. Wir haben immer am Handy und können das aber auch dann über PC nutzen, über so WLAN oder wie es heißt. Jedenfalls haben wir jetzt wieder Internet und wir müssen uns jetzt mal unbedingt informieren, ob es irgendwo so einen internationalen Wi-Fi-Stick oder sowas gibt, hat Benni gerade erzählt, der dann überall auf der Welt nutzbar ist. Wir brauchen einfach Internet. Das ist wichtig, damit ihr die Videos kriegt. Nee? Ja. Naja, Liam räumt hier gerade jedenfalls den Laden aus. Und die sind alle gechillt und ich bin auch gechillt. Und er kann hier mit den Handyhüllen rumrennen und ist glücklich. In Asien ist es immer so schön, es ist nicht so, das ist so nach dem Motto, dein Kind, der räumt hier jetzt hier alles aus, sondern das ist, die finden es witzig und dann jeder kümmert sich um Kinder. Es ist irgendwie nicht nur so auf die Eltern abgewälzt, so nach dem Motto, die Eltern müssen ihre Kinder in den Griff haben oder erziehen oder irgendwas. Nein, sondern es ist einfach, die Kinder dürfen hier frei sein, die dürfen vieles machen und die gucken halt nur nicht, dass sie sich wehtun, dass sie halt nichts kaputt machen. Aber ansonsten dürfen die einfach total viel und das ist super, super angenehm als Eltern und auch für Kinder. Ich denke halt, Kinder müssen erforschen, die wollen alles sehen, die wollen erleben und ja, auf jeden Fall finde ich das ganz, ganz, ganz toll an Asien. Da bin ich ganz happy drüber. Change all the places on the map. Ja, yeah, it's okay. It's chill. Komm, Liam, wir gehen weiter. Bye, bye. Sieht jetzt schön aus. Hallo? So, wir haben heute eine Kollegin, eine Lufthansa-Kollegin zu Besuch. Hi. Hi, soll ich was sagen? Ja, du sollst was sagen. Hi, ich bin Uli und Sandy und ich sind Kollegen von der Lufthansa. Wir haben uns über Facebook gefunden. Moment, ich muss mal auf mein Kind aufpassen. Wir sind mit zwei Kindern unterwegs, wie man sieht. Auf jeden Fall erstmal für 3 Monate. Das ist übrigens Charlotte hier. Hallo. Mit dem Schuhhund. Charlotte ist 4,5. Und die kleine Henriette ist 11 Monate alt. Sind wir erstmal fast 5 Wochen auf Bali. Und ihr seid auch im Reisefieber? Wir sind im Reisefieber und wir finden es total toll hier. Und ja. Das sind halt immer diese Lufthansa-Kollegen. Immer bleiben. Hi. Oh, lecker, ein Schuh. Das ist aber lecker. Wie findest du U-Boot bisher? U-Boot finden wir super. Wie gesagt, wir sind ein bisschen außerhalb. Wir müssen ungefähr 15-20 Minuten hier reinfahren und ja, finde es total schön. An jeder Ecke gibt es schöne Restaurants, ja, tolle Möglichkeiten zum Essen, zum Wohnen. Ja, also eine Opfergabe von denen hier. Okay, wir respektieren aber die Opfergabe trotzdem. Ja, auf jeden Fall. Natürlich nicht raufzutreten. Wir haben auch probiert schon, das hier nahe zu bringen, dass wir auch die Opfergaben nicht drin. Ups, und jetzt leider. Stars tap out the Morse code as if. Was hast du denn in der Hand? Wer ist das? Baby. Das ist auch mega teuer. Baby wer? Baby Sheep.
that we are not alone in our celestial dome. Oh, sapphire, seraphim, I trace your skeleton. Säcke essen mir mein Eis weg und die haben es voll happy. Oh ja, Mann, gib mir mein Eis wieder her. Guck hier, Du. Komm her, gibst du mir das Stück? Komm.